Wahnsinn. Wow. Anderes großes Problem. Anderes großes Problem in diesem Sommer. Welcher Begriff wurde uns wirklich um die Ohren geschleudert und wir können ihn nicht mehr hören? Pussy Riot. Pussy. Pussy Riot, Pussy, Pussy Riot, Pussy Riot. Pussy, ein Begriff, den wir eigentlich nur von der privaten Videosammlung kennen, hat auf einmal Einzug gehalten in seriöse Nachrichtensendungen. Ne? Mhm. Pussy Riot. Welche Band ist das nochmal, Pussy Riot? Wir haben zu Beginn der Sendung einen Beitrag über die Pussy-Band Pussy Riot gehabt. Mhm. Ah ja, genau. Die Pussy-Band Pussy Riot. Genau, die war's. Pussy-Band Pussy Riot. Da muss man vielleicht erklären. Kennt natürlich nicht jeder. Nee. Also, und schauen ja auch sehr viele Neunjährige zu. Und die Neunjährigen wissen jetzt gar nicht, was Pussy Riot ist. Liebe Neunjährige, Pussy Riot müsst ihr euch in etwa so vorstellen, als würden drei Hello Kitties in die Weihnachtskrippe pinkeln. Das ist in etwa Pussy Riot. Mhm. Und ich kann den Begriff nicht mehr hören, muss ich ehrlich sagen. Und nicht auszudenken, wenn Pussy Riot eine deutsche Band wäre, dann müssten wir... Warte, lass mich den Schweiß ablecken. Dann geh weg, deutscher Mann. Wenn du sagst Pussy Riot, werde ich eh so geil sofort. Dann müssen wir, wenn Pussy Riot eine deutsche Band wäre, müssten wir Meldungen wie diese ertragen. In Berlin beginnt heute der Prozess gegen die drei Musikerinnen der regierungskritischen Band Fotzenkrawall. Gut, das nicht. Haben wir Glück gehabt. Wo kommen wir da hin? Wahnsinn. Peinlich, peinlich. Oder? Oder? Achtung. Oder noch schlimmer, stellen wir uns vor, Pussy Riot auf Wienerisch. Na. Bewegende Schlussplädoyers im Prozess gegen die Band Food Aufruhr am Wiener Landesgericht. Oh Mann. Ja.